Ah, ich kenne das. Ich kenne das noch. Das ist wie bei The Forest damals. Oh! Hilfe! Ja? Das ist wie bei The Forest damals. Oh. Okay, wir müssen ein Rettungsboot erreichen und damit einen wunderschönen guten Tag. Junge, Junge, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zum Nachfolge-Let's Play von Subnautica, und es geht ähnlich los mit einem Absturz. Wie bei Bioshock. Wie bei The Forest. Hilfe! Und wie... Junge, Junge, Junge. Und wie bei Subnautica. Das Flugzeug ist abgestürzt. Fly Air oder Flynn Air Airline. Oh, hier ist ein Rettungsboot. Hier ist ein Rettungsboot. Tag 1. Ja, und da sind wir nun. Verlassen, alleine, auf dem Bötchen. Also Bötchen ist relativ, es ist ein Rettungsboot oder so ein Schlauchboot. Ganz alleine. Ohne irgendjemanden. Das Flugzeug ist abgestürzt und wir sind hier alleine. Und ich muss kurz aus dem, warte mal. Kurz hier aus dem Bild raus, zack, und kurz wieder ins Bild rein. Um euch ganz herzlich zu begrüßen zu einem neuen Let's Play hier bei mir auf YouTube. Ich heiße euch herzlich willkommen nach Subnautica, und Subnautica Below Zero folgt das nächste Spiel, wo es auch ein bisschen feuchtfröhlich werden kann. Oder zumindest, wo es um Wasser geht. Wir sind in Stranded Deep. Tatsächlich das erste Mal, dass ich Stranded Deep überhaupt jemals gespielt habe. Oh, warte mal, ich muss wahrscheinlich hier... Halten zum Werfen, Floßlager. Ich muss hier wahrscheinlich Rettungsboot. Ah, hier, warte mal, Paddel. Und wir müssen paddeln, ne? Oh. Halte E zum Bedienen. Ah. Und da unten wartet schon jemand auf uns. Der ist ganz freudig erregt. Seht ihr das? Und ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen, schippern wir mal zu der Insel da vorne. Das würde sich mir... jetzt einfach mal am realistischsten anfühlen, sag ich mal. Okay. Und dann müssen wir das Ding an Land bekommen. Sehr gut. Puh. Junge, Junge, Junge. Ja, ne? Wir sind gestrandet in Stranded Deep. Mit dem Flugzeug abgestürzt. Zum Glück nicht gestorben, kann man sagen. Oh, guck mal, ein Seestern. Der sieht ja cool aus. Und müssen jetzt, naja, ich meine, überleben irgendwie, ne? Wir haben hier eine Ayuga-Pflanze. Wir können ganz viele Dinge mitnehmen. Und genau das tun wir auch. Wir haben ein Inventar. Das sehen wir hier. Leere Hände. Ja, machen wir mal. Wir brauchen das Paddel, brauchen wir gerade nicht. Das packen wir mal weg. Und dann haben wir hier ein schönes Stück Holz. Und wir können mit C ein Herstellungsmenü öffnen. Ah, guck mal. Ich muss dazu sagen, ich habe Stranded Deep selber noch nie gespielt. Ja, das Game ist für mich komplett neu. Es ist komplett blind. Was mir auffällt, es gibt Tearing, und zwar nicht zu wenig. Ich hoffe, das seht ihr nicht allzu sehr, weil die Performance scheint mir etwas kritisch zu sein. Aber da muss ich vielleicht aber nochmal ein bisschen an den Einstellungen rumfriebeln. Ich selbst habe Stranded Deep... Hallo? Eine kleine Krabbe. Sind die aggressiv? Machen die irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Oh, was haben wir hier? Stoff? Oh, geil. Geiler Stoff. Stein nehmen wir auch mit. Ich weiß, wahrscheinlich müssen wir irgendwie Holz sammeln, gehe ich jetzt mal von aus. Ne? Ein Steinwerkzeug haben wir hier. Haben wir hergestellt, ne? Ah, hier, Steinwerkzeug. Drücke Right-Mouse-Button, um die markierten Anleitungen für das verfeinerte Messer zu pinnen. Stelle ein verfeinertes Messer her. Ein verfeinertes Messer. Rechte Maustaste...
Ah, wir brauchen ein Seil. Okay, Seil kriegen wir wie? Eine Schnur? Und dafür brauchen wir diese Blätter. Das sind wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal tippen, dass es diese hier sind. Ist das richtig? Jo, das sind die. Perfekt, das sind die Faserblätter, die wir brauchen. Und daraus können wir jetzt eine Schnur machen. Sehr gut. Und jetzt können wir wiederum das verfeinerte Messer herstellen. Geil. Haben wir gemacht. Da ist es. Yeah. Oh, Stein, cool. Okay, mit F gedrückt halten, dann können wir die Survival-Uhr sehen. Wir brauchen, das ist die Essensanzeige, Wasseranzeige, SPF. Was ist SPF? FPS könnte sein, dass das vielleicht die Ausdauer ist. Jäger kochen, deine Uhr zeigt aktuellen Werte, Fähigkeiten, deinen Zustand in drei verschiedenen Modi an. Okay, cool. Statuseffekt gesund. Töte eine Krabbe, du kannst Left Control zum Kriechen drücken. Okay, machen wir sofort. Wo ist denn eine Krabbe? Da vorne sind zwei Stück, guck mal. Die können wir bestimmt kochen. Na, ihr? So, einmal gehäutet. Geil. Komm. Du kriegst sie auch gleich. Ich meine, wenn sie eh schon hier ist, kriegst du auch gleich auf die Fresse, ne? Ist gar kein Problem. So, jetzt müssen wir ein Lagerfeuer bauen. Anzündholz herstellen. Das Lagerfeuer in den Anzündhölzern an. Und koche Krabbenfleisch, indem du es am Lagerfeuer befestigst. Okay. Lagerfeuer können wir wahrscheinlich hier machen, ne? Grobe Axt, Angelrute, Stoff. Ah, das ist das, was alles später noch kommt. Wahrscheinlich das Lagerfeuer. Hier können wir schon mal Anzündhölzer machen. Da brauchen wir für zwei Stücke Holz. Haben wir die nicht? Ah, das ist ein Stock. Wir haben aber nur Planken. Wir brauchen aber das hier. Okay, lass mal gucken, ob wir noch ein Stück Holz finden. Ja, SPF ist wohl scheinbar tatsächlich die Ausdauer. Okay, interessant. So, ein Stück Holz. Jetzt müssten wir eigentlich jetzt können wir so ein Anzündholz machen. So, wie bauen wir aber jetzt ein Lagerfeuer zusammen, frage ich mich. Werkzeuggürtel, okay. Schnur, Feuerfackel. Das ist doch alles kein Lagerfeuer, nicht? Das ist kein Lagerfeuer. Ah, warte mal, Holzfundament. Ach du liebe Zeit, wir können ja auch Basis und sowas bauen, um Gottes Willen. Wie mache ich ein Lagerfeuer? Hä? Was habe ich da gerade gemacht? Schnelle Herstellung, Steinwerkzeug. Nee. Wie baut man ein Lagerfeuer? Schiene. Für was ist denn eine Schiene gedacht? High-Abwehrmittel, okay. Verbrauchsgegenstände. Handwerk. Ah, guck mal, hier oben gibt es verschiedene. Da oben gibt es verschiedene Kategorien. Okay, warte mal. Transportmittel. Fundament. Farming. Ah, Holzpflanzen mit Geschichte. Kokosflasche. Oh, auch interessant. Aber eine Kokosnuss haben wir leider nicht. Handwerk. Ich weiß nicht, wo ich hier jagen. Vogelfalle, Fischfalle. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie so zusammenklamüsern, ne? Ach doch, warte mal, Feuerstelle. Da brauchen wir Feuer und drei Sterne. Das heißt, wahrscheinlich muss ich das Anzündholz nehmen. Oder was? Ah, nee, warte mal. Feuer können wir mit vier Hölzern bauen. Okay, warte. Wir brauchen noch Stöcke. Liegen hier noch welche rum? Da haben wir noch einen. Baum. Und da haben wir noch einen. Oh, was ist das? Keine Ahnung. So. Ich muss mich abkühlen. Ah, okay. Ah, SPF ist wahrscheinlich die Überhitzung oder was?
Das hat jetzt nicht so wirklich was gebracht, ne? Oder müssen wir mit dem Kopf unter Wasser? Egal. Wir bauen uns jetzt erstmal ein schönes Feuerchen hier hin. Der soll man nicht rumheulen. Hä? Haben wir keine Vierstöcker? Stock. Ach, man kann immer nur... Okay. Ich verstehe. Man kann immer nur... Man kann scheinbar immer nur zwei Stück mitnehmen, oder was? Uiuiui. Okay. Okay, 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 okay. Haben wir denn hier noch welche rumliegen? Hier liegen noch ein paar Planken rum. Da ist irgendein Teil von unserem Flugzeug oder so. Da drüben sind noch jede Menge andere Inseln. Ich freue mich schon, wenn wir die dann erkunden können. Da haben wir noch ein Stöckle. Und ganz viele Planken liegen hier rum. Sehr interessant. Oh, was ist das? Oh, keine Ahnung. Da ist noch ein Stock. So. Okay, schnell wieder zurück. Ich komme. Vogel! Okay, wo sind meine Stöcke? Ah, hier vorne. So. Okay. Geht das jetzt? Ah, jetzt geht's, okay. Jo, stellen wir mal hier hin, ne? Schönes Feuerchen. Dann brauchen wir das Anzündholz. Warte. Muss ich was machen? Oh ja, muss ich. Rechte Maustaste, linke Maustaste abwechselnd drücken. Das ist ja geil. Kann ich auch schneller? Los! Oh. Cool. So. Koche das Krabbenfleisch, indem du es am Lagerfeuer befestigst. Wie macht man das denn? Alter, das Klacken. Krabbenfleisch. E zum Anbringen. Ah! Geil. Und wann weiß ich, wann das gut ist? Pflücke eine Kokosnuss, indem du Space hältst, um auf die Palme zu klettern. Schlage die Kokosnuss mit einem verfeinerten Messer, um sie zu öffnen. Trinke den geöffneten Kokosnuss, während du sie hältst. Ja. Ist das jetzt schon gut? Kleinkrabbefleisch. Okay, ich erkenne den Unterschied jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ich lasse es mal lieber noch ein bisschen dran. Ich will es nicht roh essen. Jetzt brauchen wir eine Kokosnuss. Da oben ist, glaube ich, eine. Aufheben. Schlage die Kokosnuss mit einem verfeinerten Messer. Oh. Halt! Geil! Und jetzt können wir es dringen. Was für ein Geräusch, Alter. Warum? Ist das jetzt schon gut? Ich weiß ja, das sieht noch nicht gut aus irgendwie. Ich lasse es mal noch dran. Okay, fälle eine Palme mit einer Axt und schneide die Blätter zu Palmwedel. Baue einen Unterschlupf, damit du schlafen und deinen Fortschritt speichern kannst. Ja. Ist es jetzt gut? Nee, immer noch nicht. Hä? Das ist doch scheiße. Naja, lass mal dran. Okay, wir sollen eine Palme fällen mit einem Messer? Oder was? Passiert da was? Ah ja. Wir lösen... Ah, okay, alles klar. Bam. Oh, geil, eine Kokosnuss. Juhu. So. Du geile Palme, gib mir deine Blätter. Ach, wir hätten die Palme mit einer Axt fällen sollen, okay. Wahrscheinlich können wir das Holz...
Warte mal. Lass uns mal eine Axt craften. Wie geht das? Grobe Axt. Wir brauchen zwei Steinwerkzeuge, eine Schnur. Okay, machen wir gleich. Ich habe leider keine Ahnung, wie das Fleisch aussehen muss, damit es gut ist. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, so wie es jetzt aktuell ist, Angst, es zu essen. Na? Gib mir mal da Juckerpflänzchen. Oh. Warte. So. Zack. Und da haben wir auch nochmal ein bisschen was. Ah, die Krabbe ist fertig. Ich habe es an dem Erfolg gerade unten gesehen. Hallo? Sag mal. Dann halt so. So, und ich glaube, daraus können wir jetzt eine neue Schnur machen. Warte, ich gehe mir erstmal... Hilfe. Ich gehe mal schnell die neue Krabbe... Ich gehe mal schnell die Krabbe holen, die wir jetzt haben. Ah, okay, da steht dann dran, wenn es gekocht ist. Alles klar. Pass auf, dann holen wir uns das zweite gerade mal noch. Hä? Nicht genug Platz im Inventar. Oh, come on. Okay, warte. Wir machen uns erstmal eine Schnur. Und wir haben einen Levelaufstieg im Handwerk bekommen. Okay, geil. So, die Palme müssen wir wahrscheinlich gleich klein kloppen, ne? Was brauchten wir noch für die Axt? Ah, ein Stock und zwei Steinwerkzeuge. Ich steck das auch gerade mal hier hin. Ja, zwei Steine. Haben wir noch Steine? Okay, Steine haben wir noch. Was brauchen wir für das Steinwerkzeug nochmal? Nichts, nur Stein. Zack. Machen wir gerade mal noch eins. Eine Schnur haben wir auch. Ah, wir brauchen noch den scheiß Stock. Und ob wir den jetzt im Dunkeln finden, das wird natürlich eine richtige Herausforderung werden. Ich glaube, das können wir vergessen, ne? Okay, komm, wir machen die Axt morgen. Wir craften uns mal eben schnell diesen kleinen Mini-Unterschlupf. Holzfundament. Wo baut man den denn? Sportmittel, Farming, Geschichte, Verbrauchsgegenstände, Handwerk. Werkzeuggürtel, Vogelfalle, Holzhaken. Hier. Unterschlupf. Wir brauchen dreimal Holz. Oh boy. Und ein Palmenwedel. Okay, den haben wir aber. Dreimal Holz? Wie soll ich denn das jetzt hier finden? Vielleicht doch hier? Geht das? Wir probieren es mal. Ob da irgendwas passiert? Ich bin mir unsicher. Hm, doch. Holzstamm. Ist das... Das ist zu viel, ne? Können wir den noch verkleinern vielleicht? Mit einer Axt wird es wahrscheinlich schneller oder besser gehen. Yes! Das geht. Geil. Okay, dann können wir den nochmal fallen lassen hier. Zack. Die Palmwedel lasse ich auch gerade mal fallen. Können wir die nochmal ein bisschen verkleinern? Yes! Okay, lass uns einen Unterschlupf bauen. Halt, wir brauchen noch die Schnur. Da müssen wir uns dann auch nochmal eine neue craften, aber das passt schon. Oh, wir brauchen vier Palmwedel. Warte, war hier nicht noch irgendwo ein... Da. So. Ich baue mir jetzt einen Unterschlupf. Geil, wir können schlafen. Und speichern. Speichern. Und schlafen. Ah. Oh, schön. Puh, den ersten Tag haben wir überlebt. Wieso ist das jetzt noch dunkel? Wir haben 4.18 Uhr am Morgen. Okay. Das Feuerchen ist auch ausgegangen. Ärgerlich, gell. Naja, wir ballern uns mal die Kokosnuss rein.
Wieso hören die Vögel sich an wie Ratten, Alter? Was? Okay, komm, hauen wir uns die zweite Kokosnuss auch noch rein. Oh, wir haben nur eine gehabt. Okay, dann pfeifen wir uns noch das gekochte Krabbenfleisch rein. Yummy, yummy. Okay, Essen. Okay, das ist... Okay, brauchen wir viel, so viel Essen oder was? Oh, wow. Und unser Feuer ist auch am Arsch. Okay, pass mal auf. Ich schmeiß mal gerade das Holz hier hin. Ah, wir haben noch Anzündhölzer. Guck mal. Wir können uns... Das Lagerfeuer ist ohne Brennstoff. Ah. Okay. Naja, gut. Kann ich einfach nochmal schlafen? Nee. Okay. Dann sollen wir jetzt einen Wasserdistiller bauen. Was ist das denn? Ein Wasserdistiller. Ach du liebe Zeit, was brauchen wir da denn für? Eine Kokosflasche. Naja, fangen wir doch damit am besten einfach erstmal an. Kokosflasche wie? Vogelfalle, Werkzeuggürtel. Boah, es wäre cool, wenn man so ein Menü hätte, wo man das eingeben kann. Eine Schnur brauchen wir dafür auch wieder und eine Kokosnuss. Ja, die ist halt immer noch dunkel, ne? Und gefühlt wird es immer dunkler. Und gefühlt wird die Mucke auch immer lauter. Statt leiser. Palme. Du bringst mich auf die Palme. Wir brauchen diese Yucca-Pflanzen. Ah, es wird langsam hell. Schön. Geil. Okay, das ist die Yucca-Frucht. Ich brauche aber deine Pflänzchen. Oh, guck mal, die Sonne geht auf. Das ist schon schön, muss ich sagen. Sieht sehr hübsch aus. Das sind aber keine gesunden Pflanzen mehr hier scheinbar, wa? Oh, ist das schön mit dem Sonnenaufgang, ne? Boah, geil. Das sieht schon mega aus, muss ich sagen. Wow. Richtig geil. Die Mucke dazu noch schön. Wunderschön, wunderschön. Okay, pass auf, aber jetzt genug wunderschön hier. Wir brauchen... Haben wir hier noch Yucca-Pflanzen irgendwo? Wir brauchen nämlich noch ein bisschen was von deren Blättern. Da haben wir noch was. Perfekt. So. Okay, da fallen scheinbar immer vier runter, wenn mich nicht alles täuscht. Das war's schon? Eieiei. Okay, das ist eine Schnur, die wir machen können. Okay. Aber ich glaube, aus dieser einen Schnur mit der Kokosnuss, die wir haben, können wir uns jetzt so eine Flasche bauen, oder? Ach, wir brauchen natürlich eine volle Kokosnuss, was? Warum muss die voll sein? Warum muss die Kokosnuss voll sein? Kann man das jemand erklären? Toll. Jetzt ist hier keine dran, oder was? Scheiße. Kacke. Oder ist da... Ach doch, da oben ist eine. Warte, lass mich mal... Hilfe. Da oben ist eine, guck mal. Vorsicht, ich komme nach oben. Ah, können wir schon abnehmen, perfekt. Okay. Nice. Nice, nice. So, pass auf. Kokosnuss haben wir eine Schnur, wir können uns so ein Ding bauen, oder? Nee. Handwerk, Verbrauch, Kokosflasche. Let's go. Sehr geil. So, was brauchen wir noch? Was ist das hier eigentlich? Das sieht aus wie Eisen oder sowas, ne? Stein, oh. Ja, mit einer Spitzhacke können wir den wahrscheinlich abbauen. Geil. Oh, Stein. So, pass auf. Was brauchen wir noch für die Wasserdistillerie? Ist das hier? Nee, Unterschlupf. Doch, Wasserdistillerie. Wir brauchen noch einen Palmwedel. Die Schnur haben wir nicht, weil wir die Schnur gerade fürs Wasser gebraucht haben. Einen Stoff haben wir, drei Steine haben wir. Wir brauchen noch eine Schnur und einen Palmwedel. Das heißt, bestenfalls
Vielleicht erstmal eine. Oh, warte mal, ein Palmenwedel haben wir. Haben wir noch ein paar Yucca-Pflanzen irgendwo? Wir brauchen noch ein paar von den schönen Blättern. Oder haben wir hier schon alles gelootet, was diese Insel zu bieten hat? Das kann ja gar nicht sein. Hier ist eine Frucht, aber die will ich nicht. Hör mal, das kann doch nicht sein, dass das schon war hier mit den Yuccas. Dort gibt's doch gar nicht. Dort gibt's doch gar nicht. Ist hier auch nichts mehr dran. Das vertrocknet. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, das sind nur Palmen, ne? Wie sieht's hier eigentlich aus? Ja, trinken, ne? Das ist doch wirklich kacke jetzt, dass wir so ein blödes... so eine blöde Schnur nicht mehr hinkriegen. Wir haben hier auch keine Schnur mehr liegen wahrscheinlich, ne? Das ist nur die Yucca-Frucht, die hier liegt. Die brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Lass ich mal hier liegen. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wo wir den Rest jetzt herkriegen sollen, müssen wir vielleicht auf die gegenüberliegende Insel fahren? Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Weil hier, glaube ich, kriegen wir nichts raus. Vielleicht müssen wir schon auf eine andere Insel rübersetzen. Welche wäre denn da am nächsten? Das ist ja mies. Typisch Mensch. Einfach 2 Sekunden auf irgendeiner Insel, zack, schon alles leer gelootet und alles verbraucht. Ich weiß ja nicht, ob das so viel Sinn macht, da jetzt rüber zu schippern, ne? Aber wir können ja mal speichern. Oder würde ich sagen, in der nächsten Folge tüdeln wir da mal rüber und gucken mal, ob wir uns so ein paar Blätter da drüben holen können. Ich weiß halt nicht, ob es da drüben Yucca gibt, ne? Aber das werden wir gemeinsam rausfinden. Wir probieren es einfach aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. 17:30 Uhr, wenn es weitergeht mit Stranded Deep. Ich bin gespannt, wie lange wir überleben. Der erste Tag, seht ihr ja da oben gerade. Den ersten Tag haben wir schon überlebt. Geil. Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.